Und damit hallo zu einem neuen Video und aus unserem Garten. Wie ihr wisst, sind wir ja letztes Jahr im Juli hier hergezogen, also in unser altes Bauernhaus und in unseren sehr wilden Garten damals. Was wir in unserem Garten in gut einem Jahr geschafft haben, das will ich euch in diesem Video zeigen. Es ist leider schon Herbst, wie gesagt, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich denke mal vorher, nachher ist trotzdem interessant. Aber wir fangen mal vorne am Eingang an. Es wird übrigens nicht chronologisch sein, ich gehe einfach so einen Rundweg und ich zeige euch einfach die Stellen, die wir bearbeitet haben. Und ihr seht auch Vorherbilder. Ich war selber schockiert, ich habe gestern schon reingeguckt. Egal, wir fangen an, vorne. Und ganz vorne war die erste Veränderung, die wir gemacht haben, natürlich hier zum einen Töpfe hinzustellen, dass das ein bisschen hübscher aussieht und da auch noch was zu pflanzen, aber diesen hässlichen Zaun weiß zu streichen. Das hat zum Glück Daniel übernommen und ich kann euch das echt empfehlen. Es dauert zwar ewig, aber es hat einen riesen Effekt und die Nachbarn haben uns auch gerade darauf angesprochen, was das für einen Riesenunterschied macht. Und ich würde mal meinen, dieses Jahr wird er vielleicht noch durchhalten, aber nächstes Jahr werden wir nochmal nachstreichen. Dann hat die Zaunfarbe so 2 Jahre gehalten und ich denke mal, beim zweiten Anstrich geht es dann auch ein bisschen schneller. Das nächste, um was wir uns dann dringend kümmern mussten, war hier eine Einfahrt zu machen, zumindest erstmal eine provisorische. Denn wir sind mit unserem Auto, als es Herbst wurde und nass wurde, von unserem Hof nicht mehr runtergekommen. Dann können wir mal reingehen. Naja, und dann war klar, das müssen wir schnell in Angriff nehmen und haben uns Rasengittersteine gekauft und die hier in Nacht- und Nebelaktion. Ich weiß gar nicht, es muss irgendwie so Dezember oder Januar gewesen sein. Naja, haben wir hier reingebracht. Ach, was soll ich euch sagen? Nichts, was wir hier anfangen, ist einfach. Da denkt man sich ja, da buddelt man mal so eine halbe Meter lange Bahn, 30, 40 Zentimeter tief aus. Gerade da vorne war so alles drin. Steine, Ziegelsteine, Dachsteine. Also Steine, Steine, Steine. Und das buddelt sich halt so super toll. Ich war so froh, dass Daniel das gemacht hat. Ansonsten haben wir mit dem Auto zigmal Steine transportiert. Naja, wieder eine Ladung und ab geht's nach Hause. Ach, da fehlt ja noch einer. Einer fehlt ja noch. Erste Fahrbahn. Ist da. Die zweite Fahrbahn haben wir dann analog zu der ersten gemacht und wir haben uns dann doch mal 300 Kilo, oh wow, Kies gegönnt. So feinen Kies, um die Löcher auszufüllen, weil man darüber einfach nicht laufen kann und wir auch ein bisschen Angst hatten, dass die Hunde sich da verletzen. Also ich würde nie wieder Rasengittersteine benutzen. Denn selbst mit Kies aufgefüllt kann man darüber schlecht laufen. Und das ist jetzt halt nur bei uns die Einfahrt, wo wir auch täglich langlaufen müssen. Und der Kies verschwindet einfach mit der Zeit. Wir wollen ja sowieso den kompletten Eingangsbereich hier pflastern. Und dann nehmen wir uns, glaube ich, die Stelle hier nochmal vor. Nach unserem Einzug mussten wir uns als allererstes im Garten um was kümmern? Ja, um das Gestrüpp. Denn hier wurde 2 Jahre lang nur wenig oder gar nicht gemäht. Und dementsprechend sah es auch aus. Aber mit Mähen war es ja nicht getan. Wir haben echt lange überlegt, wie man dem Herr wird und haben dann angefangen, so mechanische Sensen zu kaufen. Das ging gar nicht. Also Daniel hat, glaube ich, in einer Stunde da so 3 Quadratmeter geschafft. Das war's. Ich habe einmal angesetzt, null Chance, da irgendwie weiterzukommen. Haben uns dann einen günstigen Rasentrimmer gekauft. Der hat sofort aufgegeben, haben uns dann einen teuren Rasentrimmer gekauft. Der war so lala. Damit konnten wir zumindest so ein paar Meter platt machen, sodass wir da zumindest die ersten Beete anlegen konnten und unsere Wäschespinne aufstellen konnten. Naja, und den Rest haben wir dann so gelassen und einfach auf den kommenden Herbst und Winter gehofft. Und der hat das dann wirklich geregelt, dass man dann mähen konnte und es wirklich ordentlich war. Und seitdem weiß ich, ich muss regelmäßig mähen und lasse das auf keinen Fall schleifen, weil das echt ausarten kann. Ansonsten ist natürlich die allergrößte Veränderung, die wir hier gemacht haben und die der zweite große Punkt war, damit man überhaupt mit der Gartengestaltung anfangen kann, die Tannen zu fällen. Und ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber als wir eingezogen sind, bestand eigentlich das komplette Grundstück nur aus Tannen. Und wir haben insgesamt 4 große Tannen gefällt und 3 Zypressen. Die Zypressen standen hier in der Mitte und die Tannen hier einfach wild verteilt so auf dem Grundstück und waren zum Teil wirklich, ich weiß gar nicht, 10 Meter hoch? Ich glaube, das ist nicht mal übertrieben. Und die Tannen hier wegzumachen, also das ganze Kleinzeug und das Holz zu spalten und, das darf man nicht unterschätzen, die Wurzeln rauszuholen und den Baumstamm, hat uns echt den kompletten Herbst und Winter gekostet. Ich glaube, Daniel war ja 6 Wochen nonstop damit beschäftigt, das Holz klein zu hacken.
Und gestapelt haben wir das Holz da ganz hinten. Wir können da mal hingehen, wie viel da zusammengekommen ist. Ja, hier sieht man das Ausmaß. Dahinter stapelt sich es auch noch so ein bisschen. Also wir haben schon ordentlich Holz gesammelt. Das Problem ist halt immer, so ein Nadelholz ist halt nicht so super toll geeignet. Also eigentlich soll man ja immer noch Hartholz mit dazu machen. Das müssen wir aber erst noch bestellen. Aber ne, was zum Dazuschmeißen haben wir wohl ein bisschen. Und hier sind noch all die kleinen Äste, die wir noch haben. Und natürlich, das Allermeiste war natürlich, zwar steht das auf der anderen Seite, ich schwenk mal rum, hier hinten der Kleinkram, ne? Nadeln, dünne Zweige, wir nennen das Schnissel. Und wir haben hier schon dreimal gebündelt und durch den Grünschnitt abholen lassen, aber es wird einfach nicht weniger. Also hier ist echt alles voll mit Nadeln, wir haben keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Also das war auf jeden Fall eine richtig dumme Idee, das erstmal hier hinten in den Garten zu packen, anstatt sich gleich darum zu kümmern, ob man vielleicht jemanden im Dorf findet, der einem da hilft oder zumindest vorne einen Traktor hinstellt. Ich meine, wir wohnen auf dem Dorf, die sind ja alle gut ausgestattet, haben alle Traktoren und Anhänger und so. Und ich glaube, irgendjemand hätte uns das schon geholfen, dass man das sofort wegmacht und nicht hier hinten stapelt. Denn jetzt ist das Ganze getrocknet, die Nadeln sind abgefallen, ja, und wohin denn damit? Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Learning. Die nächsten Bäume, die wir fällen, und hier kommen noch ein paar, wie man sieht, da werde ich den Grünschnitt nicht hier hinten hinlegen, sondern gleich gucken, dass der verschwindet vom Grundstück. Naja, das zu der Odyssee mit unseren Nadelbäumen. Den hier vorne, den lassen wir stehen. Aber die da hinten werden tendenziell irgendwann auch fallen müssen. Aber sie werden ersetzt durch neue Bäume. Wir haben schon einen Kirschbaum gepflanzt. Und wir haben uns noch geholt einen Kastanienbaum und einen Walnussbaum, die werden wir statt der Nadelbäume hier hinstellen. Das Problem bei Nadelbäumen, viele haben geschrieben, nein, die könnt ihr doch nicht wegmachen, die sind ja voll schön, ist einfach, dass darunter nichts wächst. Zum einen nehmen die natürlich super viel Licht weg, weil die sehr dicht sind. Und zum anderen wird der Boden sauer durch die Nadeln. Und da wächst dann wenig bis gar nichts mehr. Naja, und als die Bäume dann weg waren, konnte man endlich mal anfangen oder sich drum kümmern, was so eine Gartenplanung angeht oder so eine Strukturierung des Gartens. Sind wir noch nicht so richtig weit gekommen, aber hier vorne haben wir zumindest schon mal drei Beete angelegt und dahinter ist ja auch unser Gemüsegarten. Also die linke Seite haben wir eigentlich schon gut gestaltet, finde ich. Alles, was so rechts ist, und das ist natürlich der Hauptteil, das kommt noch, wie zum Beispiel eine Terrasse und so. Aber hier vorne haben wir erstmal ein super wildes Beet angelegt. Ich weiß gar nicht, hier kam eigentlich alles aus Zwiebeln. Weiß ich nicht, ob wir das nicht mal ändern werden. Am Anfang war es ja noch ganz hübsch, aber ja, war halt irgendwie ein bisschen viel und ein bisschen hoch und alles so ein bisschen durcheinander. Also mit dem Beet war ich nie so richtig zufrieden, auch im Sommer nicht. Was anderes muss ich sagen zu dem Beet dahinter. Das ist unser Steinbeet. Hier hat Daniel, ja, muss man sich mal halt diesen Rasen hier jetzt wegdenken, ne? Der ist so ein bisschen unschön. Naja, Steine aufgetürmt, ein bisschen Erde dazwischen und dann haben wir da ganz viele Stauden reingesetzt. Das sah im Sommer echt wunderschön aus und wie ihr seht, blüht hier selbst im Herbst noch richtig viel. Und das ist alles so gewuchert, was eigentlich super toll ist. Also Kräuter haben wir ja auch drin, dass man das jetzt anfangen könnte zu teilen. Und vielleicht dort hinten nochmal so ein Beet anzulegen, ganz, ganz hinten hinter der Lounge und das genauso zu gestalten und dafür eben nicht so viel Geld auszugeben. Denn ich traue mich nicht zu schätzen, aber in Jahr 1 haben wir, glaube ich, 1.000 Euro ausgegeben für Pflanzen. Boah, ist das übertrieben? Ich würde mal meinen, nicht. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Ganz viele Rosen gekauft, Bäume gekauft, Stauden gekauft. Und da kostet so eine Staude ja gerne mal 7 bis 10 Euro sogar. Am Anfang waren wir noch ein bisschen vorsichtig und haben gesagt, nee, das ist zu teuer oder das ist zu viel, lass uns das lieber da lassen. Aber irgendwann war das so, ey, unser Garten ist uns total wichtig, wir entspannen hier gerne, es muss einfach schön aussehen. Deswegen lassen wir uns Geld in die Hand nehmen dieses Jahr. Wir pflanzen oder kaufen alles, was uns gefällt, gucken, ob es funktioniert, hat übrigens meistens funktioniert und teilen dann nächstes Jahr, machen erstmal hier so eine Fläche voll und teilen dann und ziehen uns daraus unsere eigenen Pflanzen weiter. Aber ich glaube, wenn man einen Garten übernimmt und da noch nicht so viel steht und das war hier, ist das, glaube ich, ganz normal, dass man für Pflanzen, wenn einem das wichtig ist, sehr, sehr viel Geld ausgibt. Und das haben wir gemacht. Aber wir bereuen es natürlich nicht. Also das war die richtige Entscheidung und wir haben uns sehr oft und sehr lange hier dran schon erfreut. Naja, und das ist so eine Art Doppelbeet. Hier vorne das Beet, dann haben wir so einen Steinmulch, Lavamulchweg heißt das genau. Und dahinter noch ein Beet, was so ein bisschen höher gehalten ist. Bei den beiden Beeten haben wir uns an ein Farbkonzept gehalten. Also hier sollten nur die Farben weiß, lila,
rosa und so pink vorkommen. Und würde ich eben empfehlen, also natürlich grün auch offensichtlicherweise, kann ich empfehlen, wirkte sehr harmonisch, immer sehr schön. Und irgendwie haben wir es auch hinbekommen, Pflanzen zu kaufen, die entweder ganzjährig blühen, so wie die Scabosia, oder so versetzt blühen. Also hier sah es immer sehr schön aus und für Herbst, glaube ich, ist das immer noch echt ganz hübsch. Und dahinter stehen dann eher so höhere Sachen. So ein Pampasgras steht hier und eine ganz sehr große Dahlie, um die muss ich mich gleich noch mit kümmern und die ausbuddeln und die winterfest lagern. Und wir nennen das immer die Pflanze meiner Mutti. Wir wissen bis heute nicht, wie das heißt. Also irgendwo habe ich es mir mal aufgeschrieben und wir werden ganz oft danach gefragt, was das ist. Ich werde es nochmal nachschlagen und euch schreiben oder mal das nächste Mal erzählen, was das sein soll. Oder vielleicht nächstes Jahr, wenn es einfach kommt und man erkennt, wie hübsch diese Pflanze eigentlich ist. Denn sie ist natürlich mittlerweile auch jetzt schon im Herbst angekommen. Haben ja vorne ganz viel Lavendel stehen. Ja, ist auch sehr, sehr schön, aber auch schon sehr, sehr eng. Also müssen wir hier, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen was rausholen und versetzen. Ja, der Lavamulchweg, dafür habe ich euch schon ganz viel erzählt, kann ich euch nicht empfehlen. Ist total ätzend. Hier wächst super viel durch. Aber ihr habt mir dazu ja schon ganz viele eurer Erfahrungen mitgeteilt. Also, dass man den Lavamulch entweder sehr hoch streuen muss, damit da nichts durchkommt. Oder, sind da gerade die Pferde unterwegs? Oder eine Folie drunter legen muss und dann kommen die Steine drauf. Ich glaube, das würde ich das nächste Mal noch einmal probieren, obwohl auch ganz viele geschrieben haben, kannst du auch vergessen. Mit der Zeit wird die Folie zum einen löchrig, wenn man drüber läuft durch die Steine und dann kommt das Unkraut wieder durch. Und natürlich vermehrt sich Unkraut nicht nur über den Boden, sondern auch über Pollen und dann der Pollen verteilt sich halt oben drauf und dann wächst das wieder durch. Die brauchen ja nicht zwangsläufig Erde, so Unkraut wächst ja überall. Wie ihr seht, es ging jetzt hier schon wieder los. Ich habe das vor 3 Wochen gemacht, alles weggemacht und jetzt sieht es schon wieder so aus. Ja, wer dafür Zeit hat, gerne. Mir fehlt die Zeit dafür einfach manchmal. Im Sommer kriege ich das noch gut hin, aber so im Herbst, wenn ich nicht mehr so regelmäßig im Garten bin und das einfach auch nicht sehe oder mal so nebenbei mal wegzupfen kann, dann nimmt es einfach überhand. Und ja, ich werde es, glaube ich, noch mal probieren mit der Folie. Sieht halt einfach schön aus, ne? Ich mag das und ich mag auch dieses Geräusch, wenn man drüber läuft. Ist echt schön, aber nicht so. Nee, so nicht. Naja, und dann relativ spät kam bei uns noch eine Lounge dazu. Und die kam eigentlich zu spät, denn wir hatten in unserem Garten wirklich nicht eine einzige Sitzmöglichkeit. Meine Eltern haben mir dann mal zu meinem Geburtstag, so 3/4 Jahr nach unserem Einzug, eine Bank geschenkt, für die wir total froh waren. Dann konnten wir uns nämlich endlich mal im Garten hinsetzen. Und dachten uns aber, es wäre ja auch cool, wenn man da nicht nur wie auf der Abstellbank sitzen würde, sondern wenn man auch noch eine Sitzmöglichkeit hätte, die gemütlicher ist, wo man auch dran essen kann, mit einem Tisch, mit einer Überdachung vielleicht, falls es regnet. Und haben uns dann für diese Lounge entschieden und sind bis heute wirklich sehr, 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 sehr glücklich damit. Und im Sommer haben wir die echt richtig oft benutzt und jetzt im Herbst benutzen wir sie auch noch manchmal. Nicht mehr ganz so oft, aber gerne früh zum Kaffee trinken setzen wir uns da immer noch gerne rein. Überlegen jetzt gerade, ob wir die abbauen im Herbst, Winter. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das macht oder ob wir nur die Polster reinbringen oder die kompletten Möbel reinbringen und ob wir den Schirm überhaupt abbauen. Da könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrungen schreiben, wie ihr das macht. Weil ich auch noch nicht so richtig weiß, ob wir überhaupt genug Platz dafür haben, das irgendwo unterzustellen. Ja, ist klar, ne? Hier 1000 Nebengebäude und Scheunen und so, aber kein Platz, um die Lounge da irgendwo unterzubringen. Na, ihr kennt es, ne? Es ist immer irgendwie alles voll. Als wir hergezogen sind, dachte ich nämlich noch, oh krass, da haben wir aber viel Platz, ne? Das hier alles ist Nebengebäude, Nebengelass. Und ja, es ist schon viel Platz, ich glaube. Wenn wir die Scheune ja wirklich leer räumen würden, die ist nämlich in dem hinteren Teil hier komplett eingestürzt. Also man kann nur so einen kleinen Teil benutzen. Dann könnten wir richtig viel da reinstapeln. Zum einen natürlich auch die Lounge. Naja, und last but not least natürlich noch unser Nutzgarten. Der sieht natürlich jetzt mittlerweile auch nicht mehr so wunderschön aus. Naja, und hier haben wir zuerst einen Zaun gebaut, weil wir 2 große Hunde haben, die gerne wetzen. Und unser Labrador Bruno holt natürlich auch gerne mal so Möhrchen aus der Erde, buddelt gerne in Beeten und Klausi legt sich gerne rein. Deswegen war das für uns klar, wenn wir Gemüsebeet machen, dann muss das abgetrennt sein. Dafür habe ich eine grobe Planung gemacht mit ungefähren Maßen, damit mir klar ist, wie viel Material wir kaufen müssen. Und dann habe ich mir die Fläche in meinem Garten abgesteckt und spontan entschieden, die noch ein bisschen größer zu machen. Und mit Pfosten und Zaunelementen haben wir dann den Zaun und eine Tür gebaut.
Dazu kamen da noch Abgrenzungen aus Holz für die einzelnen Beete und das Gartenjahr im Gemüsegarten konnte für mich beginnen. Ich habe fleißig angebaut und meine ersten Erfahrungen sammeln können. Wir haben da noch einen Steinweg von vorn neben den Blumenbeeten hin zum Gemüsegarten angelegt. Den Weg klar zu machen, bin gerade am Haken. Hier hinten habe ich umgegraben. Das war hier sozusagen zu planen hinbekommen, wie sag mal hier. Und jetzt fangen wir an, die Steine zu verlegen. Da haben wir uns extra Granitsteine geholt. Platten, 20 Stück. Und Susanne guckt schon mal, wie sie das macht. Jetzt gucken wir mal, wie wir da Schrittlänge da so einen Weg zurechtgebastelt bekommen. Hui, ist das Schrittlänge? Ist das Susanne Schrittlänge oder ist das auch Daniel Schrittlänge? Läuft sich so echt gut. Daniel kann auch super drüber laufen. Und damit bin ich übrigens immer noch sehr, sehr glücklich. Also mit dem Zaun, der gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, selbst wenn wir keine Hunde mehr hätten, würde ich immer so eine optische Abgrenzung machen. Finde ich nämlich echt ganz schön. Was so lala war, war die Beetabgrenzung, die wir hier gemacht haben. Die ist so ein bisschen auseinandergefallen, gerade wenn man umbuddelt oder Unkraut jätet. Ey Leute, ich werde jetzt einen Teufel tun und hier Unkraut jäten. Also wehe, das schreibt jemand, ne? Wenn man das mal gemacht hat im Sommer und Spätsommer und Frühherbst, da habe ich es auch noch gemacht, ja. Dann ist man zum Teil hier an die Latten gekommen und dann sind die Schrauben rausgegangen, ne? Das ist alles so ein bisschen Lapaloma Blanca. Also wenn ihr so eine Umrandung machen möchtet, also vielleicht sieht man es hier drüben auch mal so besser, so unsere Särge, dann würde ich da vielleicht doch Winkel benutzen und vielleicht ein hochwertigeres Holz, wenn ihr das länger haben wollt. Wir haben uns ja jetzt erstmal entschieden, nicht mehr so eine Abgrenzung zu machen, sondern wirklich die Reihen so zu ziehen, wie es so in einem klassischen Gemüseanbau gemacht wird oder so eine Art Mischkultur zu machen. Ja, aber ansonsten war es schon mal ganz cool dieses Jahr. Wir hatten eine mega, mega, mega tolle Tomatenernte. Wir haben super viele Radieschen geerntet und Salat. Der Rest war so lala. Ach so, nee, klar, hier auch die Kräuter sind richtig abgegangen, waren wir sehr zufrieden. Bisschen Kohl haben wir geerntet, ein paar Paprikas, viele Chilis. Also war ein ganz cooles Jahr, könnte aber noch besser laufen, gerade so was den Kohl angeht. Oh schön, da hat sich der Akku natürlich gerade verabschiedet und ich musste bei der Ersatzkamera holen. Na, was wollte ich sagen? Gurken haben nicht so richtig funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich gehe, glaube ich, nochmal ganz vorne, so einmal komplett durch den Garten mit dem Weitwinkelobjektiv, dass man das vielleicht so gerade mit dem nächsten Jahr besser vergleichen kann. Und schaut gerne bei uns in den Vlogs mal vorbei, wenn euch dazu irgendwas mehr interessiert. Da haben wir nämlich seit über einem Jahr jede Woche ein Video veröffentlicht, wie wir so in unserem Haus und im Garten vorangekommen sind. Also wenn ihr da ein bisschen mehr zusehen wollt. Schutthaufen, dem darf man aber auch niemandem zeigen, ey. Die Komposthaufen haben wir natürlich noch versetzt und neue hingebaut. Hier steht übrigens der Kirschbaum und hier haben wir noch einen Weg angelegt, so einen Steinplattenweg. Aber wie gesagt, wenn ihr sonst irgendwas seht, was euch interessiert, schaut mal in den Vlogs vorbei. Ich glaube, wir haben alles gezeigt, was wir hier gemacht haben, oder? Hoffe ich. Naja, und falls ihr noch eine Haustour sehen wollt, also was man in einem und einem halben Jahr so an Renovierung und Sanierung eines alten Bauernhauses schafft, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch
und schreibt in die Kommentare, was genau euch da vielleicht auch noch interessiert. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Tschüssi.